Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stoneheart. Wie ihr schon ahnen könnt, ist ein bisschen was passiert. Und zwar wollte ich, beziehungsweise habe ich vorhin eine Aufnahme gestartet und die ist nach 20 Minuten, hat sich das Spiel wieder aufgehangen. Gut, habe ich gedacht, dann machst du das nochmal von vorne. Hab auch mal den Rechner neu gestartet, wieder von vorne angefangen und wieder nach 20 Minuten kam der kleine Fehler, dass sich das Spiel aufgehangen hat. Beziehungsweise ist einfach wieder auf den Desktop gegangen. Da es die Alpha 9 noch nicht gibt, gab es jetzt für mich zwei Möglichkeiten. Ich warte darauf, dass die Alpha 9 kommt. Oder ich fange einfach nochmal eine neue Stadt an. Da ich das Spiel sehr gerne spiele, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal eine neue Stadt anzufangen. Ich denke, dass die neue Alpha 9, also das neue Update, irgendwann diese Woche kommen wird. Ich weiß es aber nicht. Da ich euch aber Stoneheart nicht vorenthalten möchte, da ihr das scheinbar auch gerne guckt, habe ich mir gedacht, gut, fangen wir einfach mal random was Neues an. Ja, nehmen wir mal Normal Mode. Da kann ich euch auch nochmal die Goblin zeigen. So. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir gehen einfach mal hier hin und bauen hier unsere Welt. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir wieder von vorne anfangen müssen und dann höchstwahrscheinlich in der neuesten Aufnahme nochmal, aber ist nun mal eine Alpha. Ich denke mal, ihr wisst, was das bedeutet. So, jetzt möchte ich erstmal schauen. Okay, machen wir erstmal Folgendes. Und zwar hier die Bäume weg. Können wir auch direkt sagen, hier könnt ihr alles lagern. Dann haben die erstmal was zu tun, während ich. Ah, seht mal eine an. Haben wir direkt Tiere. Dann sagen wir, dass einer von euch jetzt direkt den Trapper mimt. Brauchen auch noch einen Schreiner. Hier ist der Schreiner. So. Wo haben wir denn hier das Eichhörnchen? Haben wir sonst noch irgendwo welche? Tüt, 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 tüt. Müssen wir sowieso ein bisschen aufpassen. Da ich jetzt den Normalmode gewählt habe, werden dann Goblins, sobald es dunkel wird, kommen. Und diese Goblins machen gerne meine Trapper tot. Weiß nicht warum, aber sie tun's. Hey, warum geht das nicht? Möchte nicht. Dann machen wir da noch ein Gebiet. Nee, das machen wir hier nicht. Machen wir es auf der anderen Seite. Am besten in der Nähe vom Dorf. Dann ist sie ein bisschen geschützt. So. Ich werde jetzt einfach mal eine größere Aufnahmesession machen, so dass ich das ein bisschen überbrücken kann, bis die Alpha 9 da ist. Weil ich denke, für euch wird das auch langweilig, wenn es immer wieder von vorne losgeht. Eine Karawane. Nein.
So. Mal gucken, vielleicht kann ich euch denn auch den Schäfer noch zeigen im Laufe dieser Aufnahme. Schauen wir mal. Als erstes brauchen wir unser Schreinermeister. Ich das Holz nicht weg. Oh, du kannst denn mal anfangen, das zu bauen. Das Übliche wieder. Dass sie mindestens zwei Türen hat. Mindestens sechs Fenster. Und mindestens vier Betten. Was haben wir denn hier hinten? Hier hinten haben wir dann wieder eine Mine. Die können wir eigentlich auch direkt in Betrieb nehmen. Ja, ist natürlich super. Dann machen wir das hier. Das ist aber ein riesiger Baum hier geworden. Heide Witzka. Verstecken wir den Baum mal ein bisschen. Trapper hat momentan nichts zu tun. Gut. Delete. Ach so. Da wir jetzt hier auch die Goblins haben, brauchen wir auch mindestens einen Footman. Okay, das brauchen wir noch nicht. Du machst mal bitte den Farmer. Machen wir einmal hier für die Fresslichkeiten. Und hier machen wir ein Bärenfeld. Hier machen wir ein Kürbis. Und hier machen wir ein Mais. Machen wir nachher größer. Nur für den Anfang. So. Mal eben schauen. Wir haben noch vier Arbeiter. Okay, Schwert hat er noch nicht hergestellt. Nee, hat sie noch nicht mehr hergestellt. Ist ja eine Sie. Können Sie erstmal ausruhen. Futter, 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 Tötere. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass unsere gute Trepperin nicht stirbt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die direkt in der ersten Nacht kommen oder erst in der zweiten. Und da saßen die Haslinge am Feuer und erzählten sich Geschichten über grausame Kreaturen, Goblins, Elfen und böse Eichhörnchen, die gefangen werden konnten und dann verarbeitet wurden zu Fleischwurst. Ja. Da fiel mir spontan nichts Blödes ein. Oh, guck mal, die sitzen zusammen, als wenn sie ein Pärchen wären. Ah, oh, ist das romantisch. So. Was macht er da? Ach so. Okay. Wir brauchen aber. Nee. Was habe ich gesagt? Wir hatten vier Arbeiter, ne? Okay, dann ist die Vio unser erster Footman. Brauchen wir einfach. Normalerweise.
Das werde ich später auch so machen. Kann man denn hier sich die Charaktere genau anschauen? Nee, das war das mit der Party. Wo war das denn? Food, Shelter, Happiness. Okay. Braucht natürlich Betten. Und ein Haus, das bauen wir gleich. Ich suche jetzt nur gerade. Warum kann ich denn nicht? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wo ist unsere Vio? Vio ist... Okay. Man konnte irgendwo sehen, ich komme aber gerade nicht auf den Gedanken, wo man das sehen konnte. Nö. Ich dachte mal, Doppelklick wäre. Nee, aber. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Hier zum Beispiel, das habe ich euch noch nicht jetzt gezeigt, kann man Gruppen erstellen. In diesen Gruppen kann man die, zum Beispiel die ganzen Siedler reintun. Ja. Kann man auch umbenennen, wenn man möchte. Zum Beispiel alle. Und dann kann man die, zum Beispiel, wenn jetzt angegriffen wird, sagen, alle dahin kämpfen. Ja? Und das hier ist halt zum Verteidigen. Sprich, man kann noch eine zweite Party machen. Die nennt man dann Soldaten. Und die Soldaten kann man dann zum Angriff irgendwo hinschicken. Und die anderen bleiben dann zurück für... Ja, weiß ich nicht. Zum Verteidigen. Aber was wir machen wollen, ist erstmal ein Häusli bauen. Und zwar... wird das erstmal... ein großer Kasten. Wo wir ein paar Tische und ein paar... Betten reintun können. Kann man eigentlich verschiedenes Holz machen? Testen wir es einfach mal. So. Machen wir hier eine. Nein. Falsch. Das. Braune Mauer. So. Ja, so funktioniert. Das habe ich auch noch nie getestet. Daily Update. Nicht genug Food. Moral ist okay. Und Net Worth ist auch nicht genug. Kriegen wir schon. Und machen wir hier. Ja, ist natürlich nicht mittig. Ist egal. Machen wir da eine Tür rein. Hier kommt ein Fenster hin. Und hier noch ein Fenster. Da ein Fenster. Und zwei Fenster auf der Rückseite. Da eins. Da eins. Und hier außen können wir auch nochmal eins. Nee. Eins. Dreh. Und. Warum geht das nur da? Achso, ja gut. Sieht schon wieder hier ganz komisch aus. Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug. Aber nun ja gut. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Wie ich mir das gerade vorstelle. So. Ne, das machen wir hinten so. Vorne so. Und dann sagen wir Build. Und dann fangen sie an zu bilden. Sie bilden sich. So, warum ich die drei hier zusammengebaut habe, hat folgenden Grund. Die Footmänner, beziehungsweise Frauen in diesem Fall, gehen immer zu den Lagern und laufen die ab.
weil die Goblins erstmal hier rangehen. Sich was holen, dann zu einer bestimmten Stelle laufen und die Sachen verbrennen. Das wird mit dem nächsten Update wird das ein bisschen anders. Ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber in einem Vorstellungsvideo wird es folgendermaßen sein, dass die wohl eigene kleine Dörfer haben, wo die sind. Und dann kriegt man ein Angebot von denen. Was heißt ein Angebot? Die wollen dich erpressen. Und sagen, gib uns, sag jetzt mal, 14 Bären und 2 Betten und wir lassen dich in Ruhe. Wenn du es nicht tust, kommen die an und greifen dich an. Jo. Und entweder lässt du dich auf den Handel ein und lässt dich erpressen oder nicht.